eine Linie und eine Person und ich wollte es jetzt nochmal. Irgendwie ein Element finden, eine Struktur, die du drüber legst, wo das dann so durchkommt irgendwie. Und ja, das wäre so meine Gedanken dazu. Okay, damit ist auch schon im Prinzip alles gesagt, bis auf, also... Ula, lang nicht mehr gesehen. Wunder dich nicht, hier ist so ein Pflaster drauf. Ich habe diese Woche irgendwie ziemlich viel für die Uni schaffen können. Jetzt ist Donnerstag gerade. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu tun. Fiona und ich wollten eigentlich jetzt mit dem Fahrrad in den Baumarkt fahren. Ich hab was anderes gesagt. Ich wollte jetzt sagen, ich habe es gar nicht gesehen. Aber das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Naja, wir müssen ein bisschen kreativ werden. 5, 1, 6, 7, 8. Das kann man doch danach noch schleifen, oder? Na, also es ist tief. Hola. Aber ich bin richtig müde irgendwie wieder. Dabei war ich gar nicht so lang wach. Ich glaube, ich war bis 12:30 wach. Jetzt ist gleich 11 Uhr. Wobei ich war schon duschen und habe Wäsche angemacht. Ja, wir haben gestern Abend noch hier so ein Brett an meinem Bett angebracht. Und die Rückenlehne vom Bett abgesägt. Eigentlich eine dumme Idee, aber ich finde das so viel gemütlicher auf jeden Fall. Dann habe ich noch gestern ein bisschen aufgeräumt und eine To-Do-Liste geschrieben. Was ich noch machen muss, bevor ich jetzt mit dem Zug nach Hause fahre. Wäsche waschen habe ich schon, geduscht habe ich auch schon. Jetzt muss ich nämlich nur noch eigentlich meine Sachen packen und ein Geschenk einpacken. Und es sind Bücher angekommen. Ich habe mir für die Uni, eins sollte ich mir bestellen und das andere habe ich mir bestellt, weil wir über Josef Beuys was machen. Einmal sehen, das Bild der Welt in der Bilderwelt für Grafikdesign und Gegenspieler Andy Warhol und Josef Beuys. Und ein Buch muss ich noch lesen. Für Grafikdesign machen wir so eine Posterreihe zu Büchern. 10 Stück oder so insgesamt. Und da ich richtig viel Stephen King Bücher habe. Also eigentlich mein Bücherregal besteht zum Großteil aus Stephen King und Sebastian Fitzek. Und da dachte ich mir, das ist eine Geschichtssammlung von dem. Die habe ich mir mal geholt, weil da der Nebel drin ist. Das ist auch die längste Geschichte da drin. Die ist gleich 200 Seiten lang. Die anderen sind so 50 bis 100 Seiten lang. Die wollte ich jetzt auch lesen. Dafür, dann würde ich zu jeder Geschichte dazu ein Posternet machen. Wie packe ich das jetzt gut ein? Ja, wie macht das denn jetzt Sinn?
Das macht gar keinen Sinn. Boah, im Moment höre ich richtig viel 5 Seconds of Summer einfach. Ich brauche eine Tüte. Ich dachte eigentlich, es hat doch mehr Zeit. Aber jetzt habe ich los. Ich hoffe, das ist durch. Eben hatte ich alles noch im Ofen, hatte ich probiert. Ich melde mich auch mal wieder. Ich hatte irgendwie Anfang der Woche ein richtiges Motivationsloch. Also ich habe nichts anderes gemacht, als im Bett zu liegen und zu lesen. Deswegen habe ich auch nicht geschafft, das Video zu schneiden. Irgendwie hatte ich, wie gesagt, gar keine Motivation. Habe auch erst Mittwochabend dann angefangen, eine Aufgabe für Donnerstagmorgen zu machen. Ich saß dann bis 2 Uhr nachts dran. Da habe ich gerade noch eine Korrektur gerade hochgeladen. Da kriege ich jetzt noch Feedback hoffentlich für. Aber sonst war ich jetzt richtig produktiv, würde ich sagen. Ich habe gestern angefangen, Masken zu nähen. Ich habe die Nähmaschine von meiner Mutter im Moment. Und das hat sogar sehr gut funktioniert. Die habe ich auch schon benutzt. Da war ich gerade nämlich noch in der Stadt und habe neuen Stoff geholt und Brüchen. Einmal hier die drei. Hier, das werde ich wahrscheinlich benutzen für Masken für meine Familie. Ich den ein bisschen machen. Und Wolle war runtergesetzt. Da will ich jetzt mehr Socken machen. Und es war, ich glaube, bei Cody im Angebot so ein, ja, wie nennt man das, so ein kleinen Korb. Da wollte ich jetzt die Stoffe reintun. Dann habe ich nämlich hier unten ein bisschen mehr Platz, dann würde ich da meine Nähsachen reintun. Wir haben gerade noch eine Mail bekommen, weil wir freitags noch Projektmanagement haben. Da haben wir jetzt bis heute Abend Zeit, ein Video zu drehen und zu schneiden. Da habe ich ein paar Ideen. Das mache ich, glaube ich, heute über den Tag verteilt. Und sonst wollten wir gleich noch zum Baumarkt fahren. Wir hatten dann eine Pflanze rausgesucht und ich habe im Moment das Auto. Deswegen können wir die dann heute holen. Ja, und morgen fahren wir sogar auch nach Ikea. Ich habe mir nämlich eine kleine Kommode rausgesucht, so ein kleines Schränkchen. Ich glaube, so typisch Ikea für 30 Euro oder so. Das ist nur 60 cm breit. Das würde ich hier neben den Schreibtisch stellen, weil dann kann ich da nämlich meine Unisachen, also Ordner und sowas, da reinstellen. Dann liegt das hier nicht mehr so rum. Ich habe zwar viel Platz, eigentlich da hinten sieht man. Da
habe ich eigentlich, da hinten habe ich eigentlich meine ganzen Zeichensachen, aber es wird langsam etwas voll, besonders wenn da jetzt noch Nähsachen und Häkelsachen zukommen. Dachte ich, das kann ich da verstauen. Ja. Und sonst ist eigentlich gar nicht viel passiert. Ah, ich war heute Morgen noch kurz, deswegen bin ich überhaupt in die Stadt gegangen. Ich war heute Morgen noch kurz bei der Post Paket wegbringen für Kleiderkreisel. Da habe ich eine Hose verkauft. Ich habe gerade noch was für Projektmanagement gefilmt, deswegen die Kamera mit dem Stativ steht da noch. Ich filme jetzt gerade mit dem Handy. Wir fahren jetzt in den Baumarkt und danach muss ich da nämlich noch was weiter drehen, wenn es dunkel ist. Das geht ja zum Glück schnell. Ja, ich hoffe, ich kriege einen Keramiktopf noch für meine eine Pflanze. Ja, und sonst gucke ich mal. Hola! Mal mit anderer Haarfarbe wieder. Ich war gestern Abend noch bei Maike zum Haarefärben, wie man unschwer erkennen kann. Wir haben ein kleines Problem, und zwar bin ich gestern beim Umräumen meine Brille getreten. Und es passt so, aber hier ist die irgendwie total schief. Ich kann die nicht vernünftig hinlegen, ohne dass die umkippt. Dann muss ich mal schauen, wie das jetzt bei Vielmann mit den Richten ist. Wie die das machen mit Maske und mit Termin und so. Ich habe von Maike auch noch Stoff mitbekommen zum Maskennähen. Und eine Bluse, die sie aussortiert hat. Die hatte ich gerade schon kurz mal an. Ich glaube, die nehme ich. Und für Fiona ein Hosenanzug, den würde Fiona anprobieren. Die ist aber gerade nicht da, den habe ich ihr nämlich ins Zimmer gelegt. Ja, und gestern habe ich mir den Schrank geholt von Ikea. Das ist jetzt doch ein anderer, als ich den rausgesucht habe. Den ich rausgesucht habe, war halb so groß und irgendwie war der in meinem Kopf. War da irgendwie, sah da größer aus. Also das war nur so ein kleiner Beistelltisch. Und was ich dir zeigen wollte, meine Schuhe sind da. Ich weiß nicht, ich habe so viele Socken, Schuhe, Vans, um genau zu sein. Ich habe so viele Vans, die ich nicht trage oder im Moment nicht trage. Und ich habe auch welche, die ich verkaufen möchte. Weil da sind auch welche dabei, die habe ich schon echt lang. Aber die sind so cool. Ich glaube. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn man neue Schuhe hat oder irgendwas Neues, das ist immer so das Baby. Ella und ich arbeiten jetzt noch ein bisschen. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen.